Bitte. Vielen Dank, Frau Präsident. Liebe Kollegen, aus Gründen möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es verboten ist, Marschflugkörper in fremde Länder zu schießen. Und unserem alten Kollegen Lambsdorff, der sich echauffiert, weil Deutschland seine Teilnahme an diesem Unsinn abgesagt hat, möchte ich entgegnen, lieber Graf, wenn Sie unbedingt in den Krieg ziehen wollen, niemand hindert Sie. Fallschirmspringen hat ja eine gewisse Tradition in der FDP. Zwinker-Smiley. Die Bundeswehr allerdings können wir nicht mitschicken, die ist kaputt. Die könnte höchstens defektes Militärgerät auf Assads Palast abwerfen. So ein Leopard 2 aus 8000 Metern Höhe knallt da ganz schön rein. Ähnlich übrigens wie die deutschen NATO-Panzer in Afrin, wo der Ehre vom Bosporus derzeit einen brutalen Angriffskrieg führt. Ein Wort noch an Präsident Macron. Sie halten große Reden an der Sorbonne. Sie haben die französische Elitelaufbahn absolviert. Sie sollten wissen, dass das maßgebliche Erbe Ihrer Kultur die Aufklärung ist. Zuerst wird aufgeklärt, dann geschossen, nicht umgekehrt. Wie wollten Sie sich vor Voltaire und Diderot rechtfertigen? Fragen Sie doch mal Ihre Frau. Die könnte mit beiden noch persönlich bekannt gewesen sein. Vielen Dank. Maletic Ivánát szólítom a következő egy perccel, parancsoljon, köszönjük képviselőm.